stehen hier im äußeren Bereich vorne aufgestellt im blauen Trikot. Der ist im Mogono Leipzig, die U18-WM-Teilnehmerin Emma Steer. Und mit ihr in diesem Rennen die siebte der U18-Weltmeisterschaften, die deutsche Jugendmeisterin der U18 aus Paderborn, Marin Kalis. Das sind die beiden Favoritinnen hier im U20-DLV-Nachwuchslauf der Damen über 800 Meter. On your marks. So, jetzt sind sie unterwegs, die 800 Meter Läuferinnen. Und wenn es ein entsprechend schnelles Rennen wird wie vorhin bei den baden-württembergischen Jungs, dann sollte das hier so Richtung 2 Minuten 10 gehen über die 800 Meter. Schauen wir mal, was da so nach der ersten Runde rauskommt. Also Richtung 32 Sekunden müsste das jetzt gehen, um in diese Richtung zu kommen. Und das ist deutlich schneller. Alina Ammann vom TuS Esingen ist vorne. Dann Marin Kalis, die deutsche U18-Meisterin aus Paderborn, an der zweiten Position. So, jetzt muss die Hauptgerade hier mitmachen, damit wir im Tempo bleiben. 1:05 etwa. Die Zwischenzeit, die wir brauchen, keine 2:10. Da sind wir in der Zeit. Alina Ammann, Marin Kalis, dann Emma Steer, die Leipzigerin, an dritter Stelle. Die zweite U18-WM-Teilnehmerin in diesem Feld. Beisammen und das bei diesem schnellen Rennen. Also 1:37 sollten wir schon haben. Ja, die dritte Runde etwas langsamer. Das hat Marin Kalis sofort gemerkt und das Tempo angezogen. Emma Steher auf Rang 2. Das ist eine sichere Sache für die 17. U18 WM, die deutsche U18-Meisterin Marin Kalis vom LC Paderborn. Und sie knackt die 2:10, läuft persönliche Bestleistung in der Halle hier. Alina Ammann dann im Ziel vor Emma Steher. Ja, ganz bekannte Sache, schnelle Bahn hier in Karlsruhe, 2:08:73, die persönliche Bestleistung für Marin Kalis, hier über 800 Meter. Ja, Alina Ammann, zweite mit persönlicher Bestleistung, 2:11:45, Emma Steher, persönliche Bestleistung, 2:11:52. In der Übersicht sehen Sie das auf der Anzeigetafel, wo jetzt auch die weiteren Zeiten hinzukommen aus diesem 800-Meter-Rennen, DLV-Nachwuchslauf der weiblichen Jugend.